Willkommen zum Video, hier spricht Kai vom Novapool und in diesem Video zeige ich dir cexplorer.io, einen der beliebtesten und meistgenutzten Explorer auf der Cardano Blockchain. Bevor ich dich mit den unterschiedlichen Funktionen und Features der Seite vertraut mache, möchte ich mich zuerst bei den Betreibern bedanken, die diesen Explorer entwickelt und die Seite kostenlos für die Cardano Community zur Verfügung stellen. Unterstütze die Seite, indem du an den Pool mit dem Tickernamen Pools delegierst. Und los geht's! Auf den ersten Blick wirst du vermutlich, wenn du einen Explorer zum ersten Mal benutzt, von den unterschiedlichen Bereichen und den vielen Einträgen in der Menüleiste bzw. der Sidebar überrumpelt. Es gibt jedoch keinen Grund zur Beunruhigung, ich gehe mit dir die wichtigsten Bereiche Schritt für Schritt durch. Als erstes kannst du dich entscheiden, ob du das Erscheinungsbild der Seite so belässt oder du in den Dark Mode wechselst. Dies kannst du tun, indem du oben rechts auf das Zahnrad-Symbol klickst und die Einstellungen änderst. Rechts daneben hast du die Möglichkeit, ein Benutzerkonto anzulegen, um deine Favoriten zu verwalten, mit der Plattform zu interagieren oder die Profilseite deines Stakepools anzupassen. Auf der Startseite werden dir die wichtigsten und aktuellsten Parameter der Blockchain angezeigt, wie zum Beispiel der ADA-Preis, die laufende Epoche, der Live-Stake und die Anzahl der Assets. Darunter siehst du die aktuellen Token-Trends und Artikel rund um Cardano. Weiter unten findest du eine ausführliche Tabelle der zufällig ausgewählten Stake-Pools, zu denen du delegieren könntest. Ich erkläre dir später anhand eines Beispiels, worauf du genau achten solltest, um dir einen Pool auszusuchen, an den du delegieren kannst. Eine der wichtigsten Funktionen eines jeden Blockchain-Explorers ist die Suchfunktion. Oben links befindet sich ein Lupensymbol. Beim Klicken darauf blendest du die Suchleiste ein. Dort kannst du verschiedene Parameter angeben, wie zum Beispiel Transaktionshashes, Adressen, Stakepools, Token, ADA-Handles und einiges mehr. Ich zeige dir am Beispiel meines Pools Nova, wie so eine Stakepool-Ansicht aussieht und auf welche Parameter du bei der Auswahl des Pools achten solltest. Dazu gebe ich den Tickernamen Nova in die Suchleiste ein. Als erstes siehst du den vollständigen Namen des Pools und seine eindeutige Pool-ID. Solltest du bei den Pools, Assets oder Wallets ein Sternchen sehen, dann kannst du mit einem Klick darauf diese zu deiner Watchlist hinzufügen. Weiter unten auf der Pool-Seite wirst du eine kurze persönliche Beschreibung des Pools finden. Doch viel relevanter sind die Pool-Parameter. In diesen befinden sich alle wichtigen Informationen über den Pool. Der Tickername, die Sättigung des Pools, Aktiv- und Live-Stake, der Pledge, die Gebühren und vieles mehr. Sollten dir einige Begriffe nicht geläufig sein, dann schaue dir bitte unseren NovaSchool Videoreihe dazu an, diese verlinke ich dir in der Beschreibung. Worauf du noch achten musst, um einen gesunden Pool auszuwählen, ist seine Pool-Performance. Produziert dieser Pool Blöcke? Hat er kontinuierlich seinen Pledge erhöht? Wie hoch waren die Rewards? Und wie ist die Gewichtung der Delegatoren? All das wirst du in dieser wunderschönen Übersicht finden und unter den Tabs gibt es noch mehr Infos. Jetzt zeige ich dir, wie man nach verschiedenen Assets suchen kann. Genauso wie wir zu der Poolseite gelangt sind, kannst du auch in der Suchleiste den Namen des Tokens eingeben oder du gehst über die Sidebar, indem du auf den Button Assets und anschließend auf Tokens klickst. Die Assets auf Cardano sind Native Assets. Dazu zählen sowohl Fungible Token wie World Mobile Token als auch die Non-Fungible Token wie zum Beispiel die Stellar Hood NFTs. Weiter unten bekommst du eine tabellarische Übersicht aller Fungible Tokens sortiert nach dem täglichen Umsatz. Die Tabelle kannst du nach verschiedenen Parametern sortieren oder dort nach bestimmten Token suchen. Wenn du mehr Details über einen Token erfahren möchtest, dann klicke auf den Namen oder gebe diesen in die Suchleiste ein. cexplorer verrät dir alle wichtigen Informationen über alle auf seiner Seite gelisteten Token. Bei jedem Token, wie auch hier, findest du eine kurze Beschreibung, eine Verlinkung zu der Website des Projekts, Preisverlauf, die Anzahl der maximalen Token und einiges mehr.
In der Tabelle unten siehst du die On-Chain-Aktivität, auf welchen Märkten der Token gelistet ist, wie viele Wallets den Token besitzen und vieles mehr. Auch hier gibt es über die Tabs mehr Infos. Zu den weiteren interessanten Features, die du auf dieser Seite entdecken wirst, zählt der Ada-Handle-Validator. Geh zum Menüpunkt More in der Sidebar und klicke dort auf das Ada-Handle. Der Ada-Handle-Validator zeigt dir die aktuellsten Handles, die gemintet wurden und in welchen Wallets diese liegen. Hier kannst du auch nach dir bekannten Handles suchen. Für fortgeschrittene oder einfach nur interessierte Nutzer hat CXplorer eine Vielfalt an Analyse-Tools. Diese rufst du auf, indem du im Bereich Analytics auf den entsprechenden Menüpunkt klickst. Decentralization zeigt dir am besten die Art und die Verteilung der Nodes bzw. Pools und wem diese zugeschrieben werden. Hier ist zu bemerken, dass die größte Gruppe die Single Pool Operator sind, gemessen an der Anzahl der Pools. Auf der Relay-Seite siehst du die Verteilung der Relays auf der Weltkarte und unter welchen Providern diese betrieben werden. Damit kann man über die Dezentralisierung der Cardano-Blockchain beurteilen und sollte einer der Parameter in die eine oder andere Richtung zu sehr schwanken, kann die Community darauf Einfluss nehmen und dem entgegenwirken. Was CXplorer im Vergleich zu den anderen Explorern unterscheidet, ist, dass er eine Rubrik anbietet, in der alles Nützliche über Cardano zusammengetragen wird. Dort findest du die Liste der meisten YouTube-Channels, die Cardano-Content produzieren oder aktuelle Artikel und Nachrichten rund um die Blockchain. Dies war nur ein kurzer Einblick in die Features. CXplorer bietet noch vieles mehr, also zögere nicht, geh auf die Seite und überzeug dich einfach selbst. Zu guter Letzt, stelle bitte sicher, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du in der Zukunft keines unserer neuen Videos mehr verpasst. Falls dir dieses Video einen Mehrwert geliefert hat und du ausstaken möchtest, komm doch gerne an Bord. Folg uns auf Twitter für aktuelle News rund um Cardano und unseren Pool. Wenn du Fragen hast, schau doch gerne mal in unserer Telegram-Gruppe vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Epoche.